Moinsen, hier ist Kim von Einfach Machen. In diesem Video möchte ich dir Power BI vorstellen und wie du mit wenigen Klicks und Drag-and-Drop-Funktionen deine eigenen Datenvisualisierungen und Analysen bauen kannst. Viel Spaß beim Video! Genauso wie Power Automate und Power Apps, was ich euch in einem anderen Video bereits vorgestellt habe, ist Power BI Bestandteil der Microsoft 365 Plattform. Und wir können das Ganze in der Cloud nutzen, aber wir können das Ganze für die Erstellung unserer Datenvisualisierungen auch als Desktop-Version. Dafür müssen wir einfach nur bei Google mal suchen nach Power BI Download oder Desktop. Und dann wird uns hier auch schon als zweiter Vorschlag der Download-Bereich vorgeschlagen. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, das direkt aus dem Windows Store runterzuladen. Ich persönlich habe das immer über die erweiterten Download-Optionen gemacht, dann die Sprache hier ausgewählt und einfach auf Download geklickt. Jetzt muss ich hier noch die Variante wählen. Ich will hier x64, klicke auf Herunterladen. Und nach einem kurzen Moment ist das Ganze dann auch verfügbar. Die Installation ist nicht so spannend, deswegen habe ich das jetzt mal übersprungen. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn wir Power BI Desktop das erste Mal öffnen. Erstmal ist hier noch nicht so viel zu sehen. Bevor wir jetzt hier in die Datenanalyse einsteigen, wollen wir uns erstmal anschauen, was wir genau analysieren wollen. Und zwar lese ich gerade ein ziemlich cooles Buch, Factfulness heißt das Ganze, von Hans Rosling. Und dort werden sehr viele Fakten über unsere Welt, über unsere Gesellschaft dargestellt, größtenteils anhand von öffentlich verfügbaren Daten. Und diese Datenvisualisierungen sind natürlich einmal im Buch dargestellt, in Form von solchen Visualisierungen dann. Das Ganze ist aber auch online verfügbar als interaktive Datenvisualisierung. Das finden wir auf gapmindup.org und dort gibt es dann in dem Bereich Tools diese Datenvisualisierungen. Und hier können wir jetzt zum Beispiel uns die Population anschauen im Zeitverlauf. Haben hier also so einen Schieberegler, den wir verändern können und sehen können, wie sich die Population auf unserer Welt entwickelt hat. Ein anderes schönes Beispiel ist dieses Bubble Chart, was eben im Zeitverlauf die Entwicklung von Einkommen und Lebenserwartung zeigt, wie sich das Ganze in den verschiedenen Ländern, das sind diese kleinen Bläschen hier, in den letzten Jahren oder Jahrhunderten entwickelt hat und wie Lebenserwartung und auch Einkommen in fast allen Ländern deutlich gestiegen ist. Wir wollen jetzt diese Daten aber nicht analysieren, sondern wir wollen uns den Datensatz selber mal herunterladen. Das können wir hier über den Bereich Facts und dann gehen wir hier auf Data. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, zwischen den ganzen verschiedenen Indikatoren zu wählen. Wir nehmen jetzt mal was Überschaubares und schauen uns mal die Population als ersten Datensatz an. Das Ganze können wir jetzt über diesen Link hier herunterladen und können dann hier auf Excel-File klicken. Und dann sehen wir hier auch schon, dass der Download startet. So, und diesen Datensatz wollen wir jetzt mal an Power BI anbinden. Power BI schlägt uns hier schon einiges vor. Also wir haben die Möglichkeit, das natürlich an Datenbanken anzubinden. Wir gehen jetzt mal den einfachen Weg hier und verwenden einfach ein Excel-Dokument. Dafür muss ich jetzt einfach das Dokument hier auswählen, klicke das Ganze an, lasse es in mein Power BI hereinladen. So, und hier sehen wir jetzt auch die einzelnen Arbeitsblätter, die in diesem Excel-Dokument drin sind. Schauen uns hier mal das zweite Arbeitsblatt mal an. Und hier sehen wir jetzt auch schon den Geocode, den Namen, die Zeit, also das Jahr 1801 und die Population. Wir könnten jetzt hier durch die Daten ein bisschen scrollen. Wir selektieren jetzt mal dieses Dokument und gehen mal auf Daten transformieren. Und jetzt öffnet sich der Power Query Editor. Das ist ein ziemlich wichtiges Werkzeug in Power BI, um die Daten so anzupassen, dass wir sie nachher gut auswerten können. In unserem Fall haben wir jetzt nicht so viele Spalten. Wir wollen uns nur mal die Zeit angucken. Die Zeit oder das Jahr wird hier jetzt als Zahl ausgegeben. Das wollen wir mal ändern. Und zwar wollen wir das Ganze als ein Datum ausgeben. Dafür wähle ich jetzt hier einmal Datum aus. Neuen Schritt einfügen. Wir sehen hier rechts auch so einen Versionsverlauf. Welche Schritte haben wir auf unseren Datensatz angewendet? Also wie haben wir den modifiziert? Und jetzt sehen wir hier auch, jetzt habe ich hier ein Datum, ist immer der 1.1.1800, 1801, 1802 und so weiter. Dann kann ich hier auf Schließen und Übernehmen klicken, um das Ganze zu speichern. Unsere Daten werden jetzt ins Modell geladen. Je nachdem, wie groß unser Datensatz ist, kann das ein bisschen dauern. Und wir wollen jetzt gleich im nächsten Schritt mal versuchen, dieses Balkendiagramm mal nachzubauen in so einer Art und Weise und mit möglichst wenig Aufwand. Unser Datensatz ist jetzt angebunden in Power BI und ich habe in der Zwischenzeit mir noch zwei weitere Excel-Tabellen runtergeladen und hier mal angebunden. Das erste war ja die Population, als zweites habe ich mir nochmal die Lebenserwartung und als drittes das GDP, also das Bruttoinlandsprodukt der einzelnen Länder, hier runtergeladen und angebunden in dieses Modell. Selbes Vorgehen, ich habe einfach nur die Time-Spalte aus einem Zahlenwert, habe ich ein Datum Wert gemacht. Ansonsten habe ich nichts verändert an den Daten.
Und jetzt wollen wir mal schauen, wie wir so ein Balkendiagramm erzeugen können. Und zwar haben wir dafür hier im rechten Bereich unsere verschiedenen Visualisierungen. Und wir klicken hier mal das erste an. Jetzt sehen wir hier schon auf dem grauen Hintergrund, was das mal werden soll. Ich ziehe das hier mal ein bisschen größer. Das hier per Drag and Drop jetzt wie in PowerPoint oder ähnlichem Programm bewegen, verschieben. Und jetzt haben wir hier einmal die Möglichkeit, eine Achse zu setzen, eine Legende, Werte zu definieren. Auf die anderen beiden Punkte gehe ich jetzt nicht detaillierter ein. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf die Visualisierung hier von Factfulness oder Gapminder nehmen, dann sehen wir brauchen auf jeden Fall die Länder und die Population. Und das Ganze haben wir ja hier in unserem Power BI drin. Also fangen wir mal an, dass wir das Land hier einfach mal raufziehen und die Population auch und gucken mal, was Power BI daraus baut. Und wir sehen hier schon, sieht schon gar nicht so schlecht aus. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal so ein Balkendiagramm. Wir könnten jetzt noch die Legende hier vergeben, also dass es sozusagen unterschiedliche Farben hier für unterschiedliche Länder gibt. Dafür ziehen wir das Ganze hier mal auf Legende rauf. Und das sieht doch schon ziemlich gut aus. Was hier jetzt noch nicht passt, ist, dass die Bevölkerung mit 200 Milliarden natürlich nicht stimmt, weil diese Werte jetzt aufsummiert werden. Wir müssen jetzt also noch einen Filter auf das betreffende Jahr einbauen. Dafür gibt es hier die sogenannten Datenschnitte. Die Übersetzung ist hier manchmal ein bisschen verwirrend. Im Prinzip kann man das wie einen Filter oder im Englischen heißt es Slicer betrachten. Packen wir jetzt hier mal so ein bisschen an die Seite, ziehen ihn hier auf die volle Länge und jetzt wollen wir ja nach unserem Jahr filtern und dafür ziehen wir jetzt die Time einfach mal darauf und sehen hier jetzt auch schon, hat er uns so einen Slider hier automatisch gebaut. Das wollen wir jetzt noch ein bisschen verändern und zwar möchten wir gerne da eine Liste draus machen. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt haben wir hier noch ein paar Formatierungsprobleme, dass er uns hier jetzt das gesamte Datum angibt. Das könnten wir dann im Nachhinein noch anpassen. Für die Demo-Zwecke reicht uns das jetzt erstmal aus. Und wenn wir jetzt hier mal das Jahr 1817 anklicken, dann sehen wir hier auch, hier sieht der Wert deutlich besser aus. Wir können ja mal das aktuelle Jahr auswählen. Wählen wir ja mal das Jahr 2023 und das sieht ganz gut aus. Ja, hier mal Deutschland suchen, wird hier mit 83 Millionen Population ausgegeben. Und das Ganze könnten wir jetzt natürlich noch ein bisschen schöner formatieren, dass wir hier in Tausendern, Millionen getrennt haben. Aber wir haben eben mit im Prinzip 3-4 Klicks diese Visualisierung erstmal grundlegend nachgebaut. Jetzt wollen wir uns als nächstes das Ganze mal in einem Zeitverlauf anschauen. Dafür machen wir hier mal so ein neues Arbeitsblatt, wie man es vielleicht aus Excel kennt, und fügen mal so ein Liniendiagramm ein. Und um so einen Zeitverlauf zu bekommen, brauchen wir natürlich wieder Jahre, also die Zeit. Das soll in dem Fall unsere Achse sein. Wir brauchen natürlich Werte, das ist die Population und vielleicht noch den Namen als Legende. Und jetzt sehen wir hier auch den Verlauf der einzelnen Länder. Und jetzt könnten wir in diesem Beispiel auch nochmal einen Datenschnitt oder einen Slicer einfügen. Ordnen wir hier wieder so ein bisschen auf der linken Seite an. Ziehen auf dieses Feld einfach den Namen unseres Landes rauf. Können wir ja zum Beispiel mal Indien mit China vergleichen. Dann sehen wir hier die Bevölkerungsentwicklung. Wenn wir uns jetzt im Vergleich nochmal unser süßes kleines Deutschland dazu holen, dann sieht das Ganze eben so aus und jetzt kann ich hier eben verschiedenste Länder mir anwählen und mit in meine Datenvisualisierung aufrufen, weil das natürlich mit allen Ländern hier etwas unübersichtlich ist. Oder wenn ich diesen Datenschnitt entferne, dann habe ich natürlich wieder alle Länder. Das ist die zweite Visualisierung, die wir jetzt mit ganz wenig Klicks gebaut haben. Als letztes wollen wir uns nochmal an dieser Visualisierung versuchen. Das Ganze sieht ja schon ein bisschen beeindruckender aus, gerade so mit diesem Zeitverlauf. Mal gucken, ob wir sowas auf die Schnelle jetzt auch in Power BI gezaubert bekommen. Wenn wir hier jetzt so raufschauen, dann sehen wir auf jeden Fall, wir brauchen das Einkommen und wir brauchen die Lebenserwartung. Und dann haben wir hier eben quasi als Filter immer die einzelnen Jahre und können das Ganze dann so interaktiv hier bewegen. Fangen wir mal an damit. Was mir jetzt erstes ins Auge fällt, ist schon mal dieses Punktdiagramm. Das sieht schon mal so ähnlich aus wie das, was da auf bei Gapminder visualisiert wurde. Das ziehen wir hier mal rauf und jetzt gucken wir mal die X-Achse. Ne? Also das ist diese Achse hier. Man vielleicht früher noch aus Mathe. Die X-Achse ist hier das Einkommen und die Y-Achse die Lebenserwartung. Versuchen wir das Ganze mal hier raufzuziehen. Einkommen pro Person haben wir hier. Nehmen wir das mal als X-Achse und die Lebenserwartung als Y-Achse. So, jetzt haben wir hier schon mal einen Punkt in der Mitte. Das ist jetzt wahrscheinlich der Wert hochsummiert. Wir wählen jetzt hier mal nicht die Summe, sondern wir wollen ja den Durchschnitt haben. Und hier wählen wir auch mal das durchschnittliche Einkommen. Dann ziehen wir uns nochmal das Land dazu, weil wir wollen das ja differenzieren
nach unserem Land. Und jetzt sehen wir hier, ist schon was passiert. Wir haben hier jetzt für jedes Land so einen kleinen Punkt. Es kommt dem schon einigermaßen nah. Was ich hier noch ziemlich cool finde, ist, dass die Größe dieser Blase immer abhängig von der Population des Landes ist. Also ich kann hier drei Sachen erkennen in einem Diagramm. Ich kann einmal sehen, wie hat sich, wenn wir das jetzt mal auf 2022 schieben, wie hat sich das Einkommen in Singapur entwickelt, wie groß ist die Population dort und wie ist die Lebenserwartung. Das kann ich hier also alles auf einer Visualisierung erkennen. Das wollen wir hier jetzt auch mal versuchen. Und zwar, wenn wir hier zurück auf unsere Visualisierung gehen, dann sehen wir hier noch, wir haben hier noch das Feld Größe. Und da ziehen wir jetzt einfach mal die Population rauf und schauen, was passiert. Und das sieht auch schon gar nicht so schlecht aus. Wir haben jetzt hier natürlich wieder, weil wir keinen Filter gesetzt haben, vermutlich die Werte, das sehen wir hier schon ganz gut, an dieser hohen Zahl für die United States aufsummiert. Das heißt, was wir jetzt im letzten Schritt wieder brauchen, ist den sogenannten Datenschnitt. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir auch so eine dynamische Visualisierung hinbekommen, also dass die Jahre quasi abgespielt werden. Dafür geben wir hier mal ein Play. Und dann gibt es hier so eine Erweiterung. Also es ist so eine Art Marktplatz hier von Power BI, wo wir ganz viele verschiedenen Visualisierungstypen uns herunterladen können, teilweise kostenlos, teilweise kostenpflichtig oder lizenzpflichtig und damit unsere Datenanalysen erweitern können. Klicken jetzt hier mal auf dieses Play Access, klicken auf Hinzufügen und in dem Fall ist es jetzt hier in dem Bericht schon vorhanden, weil ich das im Voraus schon mal getestet habe, aber wir sehen jetzt hier in diesem unteren Bereich die erweiterten Visuals, die in unserem Bericht verwendet werden können. Das ziehen wir jetzt hier mal rauf, indem wir es einfach anklicken und jetzt wollen wir natürlich das Ganze nach unseren Jahren, also nach der Time, abspielen lassen. Und jetzt drücken wir hier mal auf Play. Und wenn wir das Ganze jetzt abspielen, dann sehen wir, dass die Jahre oben hochgezählt werden und unsere Visualisierung verändert sich auch immer weiter mit der Zeit. Die Lebenserwartung steigt immer weiter. Ist leider jetzt nicht ganz so flüssig, weil die Aufnahme doch sehr viel Arbeitsspeicher benötigt. Aber ich glaube, um den Effekt zu zeigen, reicht es. Wir haben jetzt hier noch einen Fehler irgendwo in den Daten und zwar müsste nicht eigentlich nur die Lebenserwartung steigen, sondern das Einkommen müsste sich auch erhöhen nach rechts. Das ist jetzt, glaube ich, etwas, wo man mal ein bisschen tiefer reinschauen muss in die Daten und soll nicht Teil dieses Videos sein. Aber ich glaube, um den Effekt zu zeigen, dass wir hier eben mit ganz wenigen Klicks drei Visualisierungen gebaut haben, ähnlich wie die Darstellung auf Gapminder. Natürlich steckt bei Gapminder viel mehr Arbeit und viel mehr Aufwand hinter. Ist das, glaube ich, schon ganz eindrucksvoll, was man mit so einem kleinen Werkzeug und ein paar Excel-Daten, die frei im Internet verfügbar sind, anstellen kann. Und damit kommen wir zum Fazit fürs heutige Video. Wie ihr, glaube ich, gesehen habt, ist Microsoft Power BI ein sehr, sehr mächtiges Tool für Datenvisualisierungen. Mächtig im Sinne von Formelarsenal, also was ich damit machen kann, wie ich meine Daten anpassen kann mit dem Power Query Editor. Es gibt einen großen Marktplatz für die Visuals, also sozusagen die vorgefertigten Visualisierungen, die ich nutzen kann. Und ich habe natürlich eine weitreichende Möglichkeit, Datenquellen anzubinden, also von der Excel-Liste in der einfachsten Variante über große Datenbanken, habe ich dort wirklich viele Möglichkeiten und es ist eben in dieser Desktop-Version, wie wir es jetzt verwendet haben, auch kostenlos. Nachteil oder Herausforderung an Power BI ist natürlich, dass wenn ich tiefergehende Analysen machen will, aufwendigere Datenvisualisierungen erstellen will, dann brauche ich dafür eine gewisse Einarbeitungszeit. Auch wenn es ein Low-Code-Tool ist, muss ich natürlich da auch die Kniffe und die entsprechenden Funktionen erlernen oder wie ich sie umsetze. Ein weiterer Punkt ist natürlich das Thema Lizenzierung. Wenn ich diese Berichte oder Dashboards veröffentlichen möchte, zum Beispiel auf einer SharePoint-Seite und Leute das konsumieren sollen, dann brauchen die in der Regel dafür auch eine Premium-Lizenz und das muss ich natürlich berücksichtigen. Das ist im Business Basic oder Business Standard in diesen kleinen Lizenzen nicht enthalten. Die Desktop-Version, wie wir sie jetzt heute hier genutzt haben, die kann sich jeder im Internet runterladen. Das haben wir ja am Anfang gesehen. Auch bei Power BI gibt es natürlich eine riesige Bandbreite an Alternativen. Wer also dort nach einer alternativen Möglichkeit sucht, Datenanalysen auszuführen, der muss im Prinzip einfach nur Power BI Alternativen bei Google eingeben. Ein Tool, was ich persönlich gerne genutzt habe früher, ist Tableau, weil es auch sehr intuitiv und sehr einfach gehalten ist und trotzdem sehr, sehr mächtiges Werkzeug ist. Für mich persönlich ist der Vorteil einfach wieder, dass ich es alles in einer Umgebung, in meiner Microsoft 365 Umgebung habe und mit den anderen Werkzeugen super orchestrieren kann. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Welt der Datenanalyse mit Power BI geben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.